startet man am besten in den Tag richtig? Indem man einen Schokokuchen backt. Das reicht. Ihr fragt euch jetzt, okay, warum backst du jetzt gerade, wieso? Weiter geht's. Ich habe ein schickes T-Shirt an, oder ich? Ich bin ein Cowboy. Ich habe mir das aller einfachste Rezept von allen ausgesucht, weil ich bin heute wirklich nicht in der Laune für eine Enttäuschung. Weil ich will einfach nur essen. Ich weiß nicht, ob das schlecht für... Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht, aber ich finde es genug. Es ist so verdammt anstrengend. Es ist ja wie Armtraining. Ich bin quasi gerade im Fitnessstudio. Es ist nicht meine Schuld. Hallo. Das Einzige, was da noch fehlt, Schokolade. Das ist unsere Küchenschere. Sie ist gefertigt. Noch ein bisschen mehr. Okay, ich habe einfach gedacht, ich nehme jetzt einfach immer so eine kleine Portion. Leg die so hin. Und dann hat man so kleine Mini-Brownies, weil dann muss man die später nicht schneiden. Man muss später nicht das Messer waschen. Und man hat trotzdem super leckere, saftige Brownies. Meine Ideen sind immer gut. In dem Rezept stand, dass man die eine halbe Stunde backen soll. Aber mir ist das viel zu lang. Ich werde die 5 Minuten backen. Wow. Riech mal. Ich mach noch Nüsse drauf, weil dann für den Crunch. Okay, so sehen die fertigen Rohlinge aus. So sieht's aus. Es ist. Ich denke, man wird es essen können. Okay, diese süßen Mäuse müssen jetzt in den Ofen. Ich mach's nur für 5 Minuten, weil ich bin ungeduldig. Okay, wir sehen uns später, Peter. Über was wollen wir reden? Wie war euer Tag gestern? Wie geht's euch? Der süße Junge von nebenan hat euch immer noch nicht angesprochen, stimmt's? Ja. Zeit für... Man sieht meinen Kopf nicht. Aber... Hallo. Wow. Ich beiß einfach rein. Hm? Das schmeckt voll nach Vanille. Wow. Mom, ich bin Sallys Tortenwelt. Ich bin schockiert. Ciao, Kakao. Zug nehmen. Ich habe Angst vor Fahrstühlen. Oh, hallo. Wir haben uns schon... Warum jetzt? Warum kann ich nicht alleine gelassen werden? Warum? Es ist mir unangenehm. Wo sind die Snacks? Sag mir einfach, wo ist der Kakao? Okay, ich habe jetzt nur so Pulver gefunden, aber ich will das Getränk. Ich nehme Vanille, weil ich habe Geschmack. Okay, eigentlich steht es bei der Kasse, aber ich bin zu nervös, um bei der Kasse zu filmen, weil ich weiß nicht, ich will nicht verhaftet werden. Endlich. O2, Sauerstoff. Mhm. Das Oberteil ist von Urban Outfitters, die Schuhe sind von Adidas und die Hose ist aus dem Schrank von meiner Mama. Hallo! Das ist mein altes Glas. Ich habe mir momentan ein neues Glas gekauft, aber es ist noch nicht da. Deshalb benutzen wir jetzt das alte Glas, aber ich habe eigentlich ein neues Glas. Deshalb ist das eigentlich das alte Glas. Falls ihr das gerade nicht verstanden habt, keine Angst, ich habe es auch nicht verstanden. Zeit für einen Taste-Test. Kakao. Kakao ist besser als Kaffee. Das ist meine persönliche Meinung und meine Meinung ist korrekt. Da steht drauf, gut schütteln. Ich bin bereit für eine Geschmacksexklusion. Ich werde ehrlich, bei Kakao, da kenne ich mich aus. Da ist einfach ein Loch. Okay, ich schütte das jetzt hier rein. Ihr fragt euch jetzt, warum trinkst du nicht einfach so? Weil das ist nicht das gleiche Erlebnis. Man muss aus einem schönen Glas mit einem Strohhalm das trinken. Oh, man sieht es gar nicht. Moment. Oh, schöne Farbe. Jeder Tropfen zählt. Und der ist so dick. Mmh. Oha. Oh Mann, ich habe mich schon wieder darauf gefreut, es so zu kritisieren, aber es schmeckt gut. Die einzige Kritik ist, dass da viel zu wenig drin ist. Ich meine, für wen ist die Portion? Nicht für mich, ich trinke 1 Liter. Kann ich akzeptieren, dass es leer ist. Moment, ich habe noch was vergessen. Ich habe noch das gekauft, das ist so Kakaopulver mit Vanille. Es ist immer noch Zeit für einen zweiten Kakao. Der Tag ist noch jung. Alles aus dem Strohhalm schmeckt besser. Der Strohhalm ist der Schlüssel zum Erfolg. Punkt. Hier ist Jessie aus der Zukunft. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, warum ich nicht gefilmt habe, wie ich diesen Kakao getrunken habe. Ich habe keine Ahnung, ich bin sprachlos. Ich habe den Kakao bestimmt in der Küche gemacht und habe ich gedacht, oha, der sieht so lecker aus. Dann habe ich angefangen, den Kakao zu trinken und dann habe ich ihn einfach ausgetrunken, ohne den zu filmen.
wie ich den getrunken habe. Und jetzt haben wir kein Videomaterial und was soll ich jetzt machen? Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir das Problem. Deshalb bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ciao Kakao, das Video nächste Woche wird besser. Ich verspreche es, ich arbeite schon daran und es wird ziemlich gut. Es wird reizend. Es wird Hashtag reizend. Ich schicke euch eine fette Umarmung. Ciao Kakao.